Hey, yeah, it's Kira. The new boss is already at the site. We're gonna head over that way now. Startet die Motoren und beginnt eure Tour durch Australien. Denn am 27.09. war es dann endlich soweit. Forza Horizon 3 ist erschienen. In diesem kleinen Video möchte ich euch nun ein paar meiner Eindrücke nach einigen Stunden mit Forza Horizon 3 schildern. Als langjähriger Fan der Vorgänger habe ich mich sehr auf Forza Horizon 3 gefreut und muss bisher auch mal wieder sagen, Forza Horizon 3 enttäuscht nicht. Klar gibt es hier und da ein paar Kleinigkeiten, die mich ein wenig stören, im Großen und Ganzen stimmt aber alles. Australien und Forza verstehen sich super. Die Open World ist vom reinen Anblick her unglaublich schön und Forzas für Xbox One Verhältnisse unglaubliche Grafik hilft dabei natürlich auch sehr stark. Egal ob tropischer Dschungel, australisches Outback oder die Straßen von Surfer's Paradise. Jede Ecke sieht super aus und fühlt sich auch nach dem Spielen der Vorgänger noch frisch an. Als Chef des Horizon Festivals und Anführer der Hipster-Kolonne erkundet man nun also die Open World und muss möglichst viele Fans gewinnen, um das Festival ausbauen zu können. Um Fans zu generieren, gibt es verschiedene Events, die man als Spieler bestreiten kann. Natürlich haben wir da klassische Strecken- und Rundenrennen, die für Forza Horizon bekannten Showrennen, in denen man als Auto gegen zum Beispiel einen Helikopter mit einem Jeep unten dran antritt, und natürlich noch vieles mehr. Die Bucketlist-Herausforderungen aus Forza Horizon 2, bei denen der Spieler zum Beispiel kleine Herausforderungen wie 25 Drifts in 2 Minuten meistern muss, sind auch wieder da und teilweise auch wieder recht fordernd. Neu sind zum Beispiel die sogenannten PR-Stunts, die den Spieler im Prinzip annehmen lassen, dass sie genau das sind, nämlich coole Stunts. Im Prinzip stimmt das auch, aber manchmal sind es leider auch nur die altbekannten Blitzer, durch die man mit einer möglichst hohen Geschwindigkeit durchrasen muss. Hinzu kommt, dass einige Rennen nicht genau definiert sind, bis man sie dann tatsächlich entdeckt hat. Man weiß also nicht genau, zu was für einem Rennen man gerade eigentlich fährt, was ein wenig schade ist. Jedoch sind das Kleinigkeiten. Die Welt bleibt super und das einfach rumcruisen, auch ohne ein bestimmtes Ziel vor Augen zu haben, macht auch immer noch Spaß. Das Fahrgefühl ist wie in jedem Forza einfach nur super. Egal ob Oldtimer, Muscle Cars oder die neuen Buggies. Jedes Auto hat seinen eigenen Charakter und je nach Wahl des Spielers kann man eine breite Palette an Fahrhilfen ein- oder ausschalten. Auch die Autos sehen wie immer klasse aus und sind bis ins kleinste Detail ausmodelliert und können wie in vielen vergangenen Forza-Spielen im Forza Vista-Modus einfach nur betrachtet werden. Jedem, dem das nicht reicht, hat natürlich wie immer auch die Möglichkeit, unglaublich viel zu customizen. Das geht in Forza Horizon 3 vom allgemeinen Tuning über das Wechseln der Hupe bis hin zum Erstellen oder Runterladen von ganz eigenen Designs für jedes Auto. Apropos Auto, für Halo-Fans gibt es in Forza Horizon 3 dieses Mal etwas ganz Besonderes. Den Warthog. Zum ersten Mal in einem Forza-Game kann man den ikonischen Jeep aus Halo selbst fahren, originalgetreu mit sämtlichen Sounds etc. Aber in Forza Horizon 3 hat er sogar eine Cockpit-Perspektive. Ich meine, eine Cockpit-Perspektive! Mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht, mit dem Warthog rumzudüsen, also ein großes Plus dafür. Den Multiplayer habe ich leider noch nicht ausgiebig spielen können, doch im Prinzip wirkt er so wie immer. Free Roam, Multiplayer-Events und. Aber diesmal mit einem kleinen, aber feinen Unterschied. In Forza Horizon 3 gibt es die Möglichkeit, die Kampagne im Koop zu bestreiten. Schnappt euch einen Freund, holt ihn in eure Welt und fahrt die Rennen dort gemeinsam.
Gwert und ich haben das Ganze bereits ausprobiert und hatten dabei wirklich sehr viel Spaß. Im Prinzip waren das auch bereits meine Eindrücke zu Forza Horizon 3. Es ist das, was man erwarten kann. Eines der besten Open-World-Rennspiele auf dem Markt, mit einer wunderschönen und mit Events gefüllten Welt, die man alleine oder mit Freunden erkunden kann. Für mich hat sich der Kauf auf jeden Fall gelohnt, denn ich habe mich auch nach dem dritten Teil noch nicht an dem einzigartigen und tollen Fahrgefühl von Forza satt gefahren. In den kommenden Wochen werden wir noch einen kleinen Podcast zu Forza Horizon machen, in dem wir wohl noch auf ein paar tiefgreifendere Features eingehen. Das war's soweit von mir. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr zu Forza Horizon 3 oder auch allgemein zu Forza steht. Würde mich wirklich sehr interessieren. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschaußen.